Also dann mal wieder zurück und weiter geht's. Jetzt sollte ich da hinten vielleicht nochmal in die kleinen Schrankfächer reingucken. Da müsste ich mich ja aber wieder mit dem so ein bisschen auseinandersetzen, ne? Aber das ist ja so ein bisschen wie im Elefanten in die Klöten zu treten. Das macht man besser nicht, weil der Zorn ist gewaltig, die zwei sind weg, aber Gonzo schleudert seine Nase da drin noch umher. Brrr. Ja, ich meine, eben war da oben nichts drin. Ich weiß nicht, ich muss ja nicht reingucken. Vielleicht gehen wir hier einfach später nochmal hin, falls wir es unbedingt nötig hätten. Andererseits ist es vielleicht ganz gut, wenn wir dem aus dem Weg gehen. Ich mag das nicht, wenn ich hier so Kettengeschwinge höre. Das erinnert mich auch an den ersten Alien-Film, wo das Alien sich ja dann mit dem Schwanz oben an den Ketten festgehalten hat. Ja, und dann ist es einfach runtergekommen, als die Beute vorbeilief, ne? Wie so ein Spinnchen. Und ich bin ungern die nächste Mahlzeit. Hier läuft ja überall die Suppe raus, ne? Echt eine Bombenstation. Super in Schuss gehalten. Aufzug rufen. Ach, dann wären wir hier jetzt schon durch. Nice, okay. Gerne. Warum nicht? Secure Loxis könnte sich mal beeilen. Nicht, dass da noch was auf uns zugelaufen kommt. Immerhin, wir haben einen Bolzenschießer mit 3 Schuss Munition. Ob ein Schuss reicht, um so einen Platz zu machen? Keine Ahnung. Dafür hat er uns vorhin wohl zu früh erwischt. Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Aha. Ja, dann kennst du wenigstens das Reaktormodell, ne? Das könnte von Vorteil für uns sein, Central Reactor, immer da lang. Kommt mir das hier bekannt vor? Nee, könnte ich nicht unbedingt behaupten. Flammenwerferbrennöl, wenn wir jetzt nur wieder einen Flammenwerfer hätten, aber gegen Androiden hilft da ja sowieso nichts. Ich höre irgendwo ein Speichergerät. Aha. Ah, die Popo Blanco Brüder gehen um, die haben doch bestimmt einen weißen Hintern. Naja, gesehen. Ja? Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ja. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Chief Ende. Tja, aber gewisse Leute fanden es besser, wenn du nichts darüber weißt. Okay. Was, liegt da vorne eine Schrotflinte? Sehe ich das gerade richtig? Oder egal, was es ist, aber es scheint eine Waffe zu sein. Es scheint eine Waffe zu sein. Ja, eine Schrotze und eine Pistole gleich dabei. Yeah. Ach, und wir haben unsere ganze Munition von vorhin noch. Yeah. Yes, baby. Yes. Oh, bester Moment des Tages. Können wir hier irgendwo speichern? Wir müssen hier hochklettern, ne? Oh, der beste Moment des Tages. Oh, ich bin geflasht, hey. Oh, hat sich ja doch noch ein bisschen gelohnt, dass wir an der Munition gespart haben, ne? Egal, was da kommt, ich speichere jetzt erstmal. Tausende kleine Ozzlepies tanzen in mir vor Freude, Konga. Fehlt nur noch der Flammenwerfer, ne? Okay. Also wenn wir jetzt auf Teufel komm raus an irgendeinem Androiden vorbei müssten, der uns im Weg steht, könnten wir uns auch wieder weghauen. Und Munition für den Bolzenschießer. Na super. Ach klasse. Oh, ich würde euch alle am liebsten küssen, aber das wollt ihr wahrscheinlich nicht. Tut das Note? Okay, das ist hier normal. Schätz, hoffe ich. Ah, meine rechte Maus, das sehe ich. Ich habe die Maus immer noch nicht gewechselt. Vielleicht hätte ich die einfach als Reklamation an Logitech zurückschicken sollen. Ach, herrje. Ach, herrje. Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden. Aha. Steuerungssysteme, das übliche. 1, 2, 3. Auf der unteren Ebene. Oh, 4. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Ja, toll. Ach, du Scheiße. Ich glaube, die muss ich alle umschießen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit bleibt mir nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich will gerade mal zufälligerweise ein Backup von meinem Spielstand machen. Da muss ich mal gucken, wo das Spiel hier überhaupt speichert. Nee, weil das... Ich sehe 4 Androiden mindestens. Da könnte sich noch ein 5. verstecken oder vielleicht sogar noch mehr. Oh Leute, okay, ich mache einen kurzen Schnitt. Ich gucke, dass ich die Spielspeicherdatei finde. Und dass ich da ein Backup machen kann, weil ich glaube, hier könnte es sein, dass es hart auf hart kommt. Nicht umsonst werden die uns auch gleich nochmal die Pumpgun gegeben haben. Oh Mann, ich glaube, 2 Schuss in den Kopf reichen aus.
Werden wir sehen. Okay, Leute, bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ja, ich habe ein Backup von meinen ganzen Save-Files gemacht. Oh, es kann natürlich sein, dass wir uns da jetzt wirklich durchballern sollen. Ich glaube, mit Schleichen ist da nicht viel zu machen. Ja, obwohl, bemerkt haben sie uns noch nicht, aber eigentlich, ich gehe stark davon aus, dass die uns bemerken. Ja, gucken wir, da kommt doch schon der Erste. Und wenn einer uns gesehen hat, da wird der Rest doch auch gleich kommen, ne? Genau so wird's doch sein! Verdammte Scheiße, das gefällt mir nicht. Darf ich jetzt auch mal hier vorwärts gehen? Danke. Zwei. Ach du Scheiße. Drei. Drei ganze Schuss. Verdammt. Und er hat nichts dabei. Kann ich auch wieder hoch? Ne, geringe Energie. Also ich muss da jetzt einen nach dem anderen erschießen. Okay. Ich mach's einfach mal. Auch wenn mir der Munitionsverbrauch nicht zusagt. Zwei. Drei. Nachladen. Ja, guck da hinten. Zwei kommen noch, so wie es aussieht. Lad bis voll ist, Ripley. Lad bis voll ist. Oh, die kommen dicht an dicht. Das könnte ein bisschen kniffliger werden. Geh, Bruder Jakob! Ach, scheiße, den habe ich nicht richtig getroffen. Kann das sein? Shit, 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 Fallera! Ah, aber dafür hat der von hinten noch ein bisschen Spread abgekriegt. Weil Schrotkugeln, die fliegen ja ein bisschen durch die ganze Gegend. Ja, yeah, okay, wie viel Schuss haben wir noch? Wie viel Schuss haben wir noch? Ach, drei. Ja, das ist nicht die Welt. Plus das, was geladen ist wahrscheinlich, ne? Und verlieren tun sie natürlich nichts. Ich hoffe, das war so gedacht. Ich hoffe, das war wirklich so gedacht, dass wir das jetzt machen sollen. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Muss das so, dass das so bitzelt? Gehört das einfach nur zur Gedankenübertragung des Apollo-Systems oder was? Ist das gut? Muss das? 19 Revolverpatronen, 3 Pumpgun, 4 Bolzenschießer. Na, okay. Ich meine, was will ich motzen? Dafür habe ich mir das ja aufgehoben, ne? Ich glaube, das war auch eine der Stellen, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber so ist es halt. Ja, jetzt geht's gleich nochmal ein bisschen ganz schön um die Wurst. Alpha-Core Primer, Beta-Core Primer und Release. Primer ist ein Zünder oder was? Ist das gefährlich, wenn ich daneben dran stehe? Ich hoffe doch nicht. Können wir hier was machen? Ne, können wir scheinbar nicht. Gleich bitzelt's hier bei uns. Okay. Nichts passiert, nichts passiert. Alles okay. Zielgeber sagt hierhin. Ich meine, ein, zwei von den Androiden hätte ich vielleicht umgehen können, aber nicht auf Dauer. Hier können wir auch nichts machen, okay. Gut, Alpha und Beta. Das hier ist Beta, dann wird das Alpha sein. Sollten wir uns vielleicht merken. Reactor Maintenance. Also Wartungszugang für den Reaktor. Huh? Ah, hier ist auch Kühlmittel, so wie es aussieht. Wunderbar. Oh, wir sollen jetzt echt da runter. Na toll, das wird ein Spaß werden zur Reaktorwartung. Ich hoffe, da kommen keine Androiden mehr. Oh, die sind mir gerade ein bisschen zu arg geworden jetzt heute schon wieder. Auch wenn wir eigentlich gut vorbeigekommen sind. Ich befürchte eben, dass die Munition nicht ausreicht hier. So. Ich nehme alles zurück. Bitte nicht. Ich nehme alles zurück. Ihr seht das ja auch, ne? Das sieht mir nach Alien-Nest aus. Und Alien-Nest, da ist ein Ei. Das heißt, es muss eigentlich auch schon irgendwo eine Königin geben, die die Eier gelegt hat. Ich denke ja nicht, dass das von ungefähr kommt, ne? Also das heißt, das eine Alien, das mit der Anisidora hierher gekommen ist, das ist vor langer Zeit geschlüpft, ist ausgebrochen, hat irgendwo Futter gefunden, ist gewachsen, hat sich dann ein bisschen mehr Futter gesucht und ist dann irgendwo zur Königin geworden und hat Eier gelegt. Was heißt, hier können jetzt wesentlich mehr Aliens rumlaufen? Nicht nur eins und auch kleine und... Ja, die Taschenlampe, die lade ich, glaube ich, mal nach. Ausnahmsweise. Oder die Anisidora hat Eier mitgenommen. Oh nein. Flammenwerfer, naja. Oh, er ist aber fast ganz voll. Lad mal nach. Ach, der ist voll gewesen. Okay, gut. Kann ich die Leute hier durchsuchen? Sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Ja. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Oh Gott, der arme Scheißposition. Verschwinden! Sofort! Am Arsch! Vernichten Sie das Nest! Ja, wie? Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Ich denke, jetzt ist das Spiel gerade eben wieder massig interessanter geworden. Kann das sein? Überladen Sie den Alpha-Kern. Ah, da vorne kann ich speichern. Gut, so wissen, was haben wir hier?
Die Eier sind zum Glück alle offen. Also, was heißt zum Glück, ne? Zum Glück heißt, dass die wohl auch schon ihren Wirt gefunden haben und geschlüpft sind. Das heißt, hier gibt es mehr als ein Alien, weit mehr als eins. Ja, der hat nichts dabei, oder die? Ah, stellt euch mal vor, da so drin zu hängen, ne? Also, da wünschst du dir doch eine Kugel in den Kopf. Und es gibt ja solch parasitäre Wesen auch auf unserer Welt, ne? Die aus einem rausschlüpfen, also nicht unbedingt aus Menschen, aber auch bloß, die sind nicht so groß wie Aliens, ne? Es gibt ja diverse Würmer und so weiter, die in Menschen leben können. Bevor ich speichere, ja, ich gehe auf volles Risiko, ich checke hier noch ab. Oh, nope. Nope, 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 nope. Ich deinstalliere das Spiel. Auf Wiedersehen, Leute. Macht's gut. Wir sehen uns dann, ne? Ich mach das nicht mehr mit, ich bin doch nicht bescheuert. Creative Assembly, den Scheiß könnt ihr gerade alleine machen. Ich bin doch hier nicht euer Beppo, was denkt ihr euch eigentlich, ne? Jetzt kämpfe ich mich an diesen Androiden vorbei, ne? Bin dann gerade mega happy, dass ich an diesen Milchkäsegesichtern einfach vorbei bin. Und dabei natürlich die meiste Munition für die Schrotflinte rausgehökt hab. Das ist mir egal, ich muss Luft holen, aber ich will nicht. Ich könnte kotzen. Da wird so ein Strahl rauskommen. Ich würde mich im Weltraum wegpropellieren. Ich würde mich im Kreis drehen. Ich würde einen Lutz und einen Axel machen. Das wäre eine Spirale aus Kotze. Das formt eine neue Galaxie. Sowas wie die Milchstraße. Bloß in Kotze, in Erbrochenem, in Fäkalien. Geht doch, verdammte Scheiße. Es hätte den einzigen verdammten verschissenen Vorteil, dass ich endlich von dieser verdammten Scheißstation runter wäre. Aber keine Ahnung, wo ich rauskomme. Am Ende lande ich auf LV426 und dann habe ich noch mehr von der Scheiße um mich rumhängen. Aber immerhin kein Androiden, wenigstens die nicht. Diese ganze verkackte Reise war diese verdammten Scheißreisekosten nicht wert. Und das ist bloß, weil die Mama es nicht auf die Reihe kriegt hat, früher heimzufliegen. Ja, ich könnte kotzen, aber das hab ich ja schon. Wenn noch was drin wäre, wird's Alien jetzt Arme Maul voll kriegen. So, setz dann von. Ach, Bullshit. Wenn wir schon mal hier sind, zieh mir das jetzt auch durch, ne? Ich sollte vielleicht aber den Flammenwerfer draußen behalten. Wohl auf der anderen Seite. Kommt da einfach der Schleim hier runter. Dachte ich schon, da hockt was über mir und gleich bin ich weggesnackt, ne? Ja, wenn wir den Flammenwerfer draußen haben, das macht vielleicht auch auf uns aufmerksam. Und wir übersehen, wenn wir hier so ein Suchefeld angezeigt kriegen, aber natürlich ist bei dem nichts. Oh scheiße, ich höre noch Schreie, dann ist jemand auch noch ziemlich frisch hier drin, ne? Ist die Frage, ist er schon schwanger oder nicht? Auf jeden Fall 1A die Stimmung hier, ne? Also 1A kommst du mit dem Buttermesser bei weitem nicht durch, ne? Oh nein. Na, komm her. Es ist hinüber, ne? Okay, lad mal gleich nach, damit wir immer das volle Päckchen dabei haben, ne? Genau, weil wir verschwenden ja nichts. Das Ei da drüben ist noch zu. Ja. Auf so Sachen muss man achten. Leitungsinterface freigeben. Moment, soweit bin ich noch nicht. Das ist auch noch zu. Ich bin vorsichtig, ich gehe nicht in die Nähe, noch nicht. Sag mal hier, ach, das sind nur die Bolzenmuttern. Zum Verstecken halt, ach. Da an die Kontrolle muss ich ran, dann verbrenne ich das jetzt. Das reicht doch, oder? Muss doch reichen, um das alles abzutöten, oder nicht? Was? Piep, piep, piep? War das jetzt schlecht? Piep, piep, piep. Okay, also die Eier, die brauchen ein bisschen, bis sie dann weg sind. Ja, Schrott, tolle Sache. Habe ich da was gehört? Ach ne, hier muss ich noch gar nichts dran machen. Oh, dann war das jetzt Verschwendung. Scheißegal, das versuchen wir jetzt so durchzupowern. Alpha-Leitung aktivieren. Okay, also wir müssen das hier einschalten. Oh, Leute, die Stimmung hier, ne? Sensor und Komponente B immerhin. Was? Sensor haben wir voll? Und Komponente B haben wir auch voll? Wunderschön, da fängt einer an zu schreien. Komponente B, Sensor. Hier können wir auf jeden Fall schon mal einen Sensor reinklatschen. Komponente B, ja, weiß ich ehrlich gesagt so langsam nicht mehr, wo wir die unterbringen sollen. Hatten wir die nicht hier untergebracht? Ah, nee, das habe ich vorhin vergessen, weil wir ja nochmal geladen haben, genau. Okay. Trotzdem ist Komponente B jetzt wieder voll. Können wir halt nichts machen. Ist halt so, ne?
Ich gehe nochmal speichern, bevor ich hier was weiteres probiere. Mama. Oh. Also grafisch hier unten gefällt es mir aber, glaube ich, mit Abstand bisher am besten. Das ist halt das, was ein Alien-Spiel ausmacht, sondern so halt diese Nestatmosphäre und shit. Immerhin noch keine Gefahr, ne? Ich habe auch noch gar nicht auf meinen Bewegungsmelder geguckt. Aber wir wissen, wenn die Aliens in ihrem Nest rumhocken, das wissen wir aus Aliens 2, also aus Alien die Wiedergeburt, ne? Da können die auch ganz, ganz ruhig sein. Da bewegen die sich manchmal keinen Millimeter. Totaler Ruhezustand halt, ne? Ich bin nicht glücklich hier über die Sache. Oh Mann, und jetzt habe ich die Befürchtung, wenn wir da hingehen, dass dieses Ei uns da Probleme macht. Werden wir aber gleich sehen. Was ist denn das für eine Tastatur? Was ist denn die OPH-Taste für eine? Du sollst den Flammenwerfer draußen haben, nicht die Pumpgun. Muss ich hier Alpha-Leitung aktivieren? Ach, muss ich doch hier drüben jetzt hin? Nee. Hä? Was mache ich gerade falsch? Das ist ein Geräusch, da bist du doch paranoid. Aber nichts auf dem Bewegungsmelder im Moment. Ah, das hat zwei Schalter. Habe ich da eben das Ei gehört? Ah. Ja, ich bin etwas wortkarg, aber das liegt mitunter an der Stimmung, die ich auch für euch nicht kaputt machen will. Da muss ich nochmal an den Tisch. Ach, jetzt hier. Okay. Hammer, Hammer, drücken Sie S. Kein Problem, kein Problem. Und nu? Das war wohl richtig auf die eine oder andere Art und Weise. Wir laden Sie den Beta-Kern. Okay. Nein, da kommt was, da kommt was. Mhm. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Ich meine, sie will ja scheinbar die Kerne überladen, ne? Ich glaube, da ist das schon okay. Overclocking ohne ausreichende Kühlung ist meistens scheiße. Aber die Geräusche gefallen mir gerade gar nicht. Wir haben was aufgeschreckt. Aber sowas von. Ich sehe zwar noch nichts, aber ich höre sie überall und das reicht mir schon. Ich wag noch mal einen Blick auf den Bewegungsmelder. Direkt vor uns, aber das kann natürlich auch über uns sein oder unter uns, ne? Das muss nicht auf der Ebene sein. Also ich lehne es hier mal raus, ich sehe weit und breit nichts. Ja, ich glaube, das wird jetzt noch mal richtig happig. Was haben wir hier? Da drüben das Ei ist noch geschlossen. Okay. Langsam rückwärts sichern. Was? 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 Ich hab was gehört, aber wo? 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 Das ist der Tote von vorhin. Da der tote Facehugger, der Gesichtsumarmer. Weil die ja dann durch die Speiseröhre und so absamen, ne? Das ist eigentlich Oralverkehr. Oh fuck, oh fuck. Ja, ich sollte den Flammenwerfer draußen behalten. Jedes Geräusch, na hier jetzt. Jedes Geräusch. Funkstelle, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, und ich war vorhin noch so erleichtert, dass Ricardo überhaupt noch da ist, ne? Oh Mann, jetzt rennt hier wieder Mr. Bohnenbirne rum. Also, noch einer, ne? Einer ist ja jetzt vielleicht schon auf dem Gasriesen draufgegangen, obwohl die halten so viel aus. Ich bin mir nicht sicher, ob das hinüber ist. Es hat ebenso geklungen, als wäre es im Lüftungsschacht. Und als wäre es auch nicht draußen unterwegs. Aber ich traue hier im Moment in diesem Nest. Da haben die Heimvorteil, da traue ich nichts. Und da haben wir es. Ja, natürlich könnten wir es mit mehr als einem zu tun haben, das hier rumrennt. Oder eins im Schacht und eins hier auf dem Boden. Klingt nach Schacht. Ich höre keine Schritte. Ich war trotzdem noch ein klein bisschen. Noch eine Hörprobe. Doch, klingt nur nach Schacht.
Ich meine, Hauptsache ich krieg's erstmal gespeichert. Wir müssen wahrscheinlich noch den zweiten Kern überladen, ne? Weil Alpha und Beta hieß es ja, ne? Okay, von hinten schreit noch nichts, das heißt, wir leben noch. Gut, soweit ist doch herrlich, ne? Ach, was für ein Glück, dass ich mich hier vorhin schon mal gut umgeguckt habe. Dann muss ich jetzt nicht mehr so haargenau alles abchecken. Moment, ich habe hier wahrscheinlich nach wie vor keine Karte, ne? Aber hier hinten waren wir noch nicht. Die Tür ist jetzt neu aufgegangen, oder? Mit dem ganzen Gesabber hier, das gefällt mir nicht. Ist das Alien schon verschwunden? Also ich meine, es hört sich an, als wärst du im Schacht. Da könnte man durch und da könnte man es auch verstecken. Aber wir wissen, die Aliens, die kraxeln da auch gern durch. Ich schau mal hier entlang. Das Ei da ist wieder zu. Aber da hinten liegt was. Deswegen gebe ich dem jetzt einfach mal einen Schuss. Nein! Verpiss dich! Verpiss dich! Geh nach Hause! Ach nee, du wohnst ja hier! Aber ich habe noch keine Miete gesehen. Das verzieht sich nicht, das verzieht sich nicht. Ah, wir haben jetzt schon viel zu viel Flammenwerfermuni verschwendet. Das macht keinen Sinn so. Ja, jetzt geht's, aber jetzt gucke ich mal. Flammenwerfer 365. Ich glaube nicht, dass es das wert war. Das kommt ja eh gleich wieder hier runter. Warum soll es nicht hier runterkommen? Ist mir egal. Ich gucke jetzt mal, ob sich das da hinten lohnt, wenn nicht. Aber das ist ja eh egal. Was haben wir hier? Ein Ladungspack, das voll ist? Pumpgun Patronen 1 und ein Ethanol. Ach, Leute, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich weiß nicht. Eine Pumpgun Patrone, dafür aber drei Sprühstoße mit dem Flammenwerfer. Nee, ich lad noch mal. Das, ich glaube, in der Rechnung macht das im Moment keinen Sinn. Pumpgun-Patrone schön und gut, aber... Naja, dann will ich mal gucken, ob ich das Ladungspack unterbringe irgendwo. Ladungspack, Ladungspack, Ladungspack. Jawohl. Wenn ich das Ei irgendwie kaputt kriege, ohne dass das Alien auf mich aufmerksam wird, ne? Aber das ist das Problem, das hört ja den Sprühstoß. Vielleicht geht das Ei ja gar nicht auf. Probieren wir es, wir werden es ja sehen. Ich glaube, gleich werden wir eines höchst gewaltsamen und unschönen Todes sterben. Ich krieche mal, vielleicht aktiviert es dann nicht das Ei. Aktivieren, ja, natürlich. Das hat das Alien aber gehört, ne? Diesmal nicht? Doch. Nein, ich hab dich doch angesprüht, du Drecksack! Dir gebe ich jetzt nicht die Genugtuung, dass du die Animation zu Ende abspielst. So, Drecksack. Scheiße, können wir das Ei nicht vielleicht mit dem Wartungsheber zerkloppen? Oder ist es auch zu laut? Na okay. Bei den offenen tut sich gar nichts. Ob es dann bei den geschlossenen anders ist? Wir können es ja ausprobieren. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Gehe ich in die richtige Richtung? Ja. Es kann nicht mehr als noch weiter schief gehen, ne? Ja! Ich dachte erst, sie prügeln es gleich kaputt, bevor es rauskommt, ne? Huch, was ist denn jetzt los? Mein Desktop kommt. Ach, das ist los. Das Spiel stürzt ab. Ja, wunderbar. Okay, bis gleich, liebe Freunde. Okay, hier sind wir wieder im schönen Nest. Wir wissen ja jetzt, wir kommen da vorne nicht leise, still und heimlich vorbei. Deswegen krabbel ich jetzt einfach mal hier durch. Immer durchs Löchlein. Hoffentlich landen wir nicht in der großen Keimzelle. Das sieht ja fast heimlich aus hier. Ne, also ich finde das schick gemacht hier. Mich stören nur diese ganzen Aliens um die Ecke. Und natürlich diese Leichen, obwohl Leichen sind manchmal schön. Wenn es die meiner Feinde sind. Pumpgun-Patronen. Kann ich die Pumpgun nicht ein bisschen mehr aufladen? Ja, okay. Gut, 4 Schuss. Wir sollen dahin. Also gehe ich dahin. Auch wenn wir vielleicht gleich ein Alien aufschrecken. Okay, der hier. Hast du noch was? Ne, er hat nix. Ich glaube, viel mehr gibt es hier wohl auch nicht. Ah, die armen Schweine tun einem schon ziemlich leid. Ich meine, das ist auch ziemlich brutal, so eine Alien-Sache, ne? Erstmal weißt du, dass es in dir heranwächst, ne? Und sich dann noch von dir ernährt und irgendwann rausbricht. Und wer bist du denn? Naja, Ethanol, na toll. Mit dem werden wir schon die ganze Zeit zugeschissen und wir können es nicht gebrauchen. Und ich drücke wieder die ganze Zeit auf Escape anstatt auf Q. Leer. Aber aus dem ist noch nichts rausgeschlüpft. Das gefällt mir nicht.
Na, vielleicht ist er auch nur so gestorben und wird später verzehrt. Ja, alles klar. Oh nein. Hinter uns oder vor uns? Vor uns. Aber ich weiß, das hören die doch so gern. Die Großen? Sag bloß diesmal nicht. Doch, natürlich. Sag mir bitte nicht, dass ich hier die Luft anhalten soll in diesem kleinen Körbchen. Dafür müssten wir uns vielleicht doch nochmal ein Medikit reinhauen. Ich glaube, dafür sind wir zu arg angekratzt, um das lange durchzuhalten. Weil es gibt ja jedes Mal Schaden, wenn man die Luft anhält, ne? Scheint sich gar nicht dafür zu interessieren. Puh! Gott sei es gedankt, also danke Creative Assembly. Ihr kennt Gnade. Oh mein Gott, jetzt warte ich, bis das wieder weg ist. Eigentlich sollte ich dann gleich nochmal speichern gehen, aber aha. Oh, ich hab gedacht, das holt uns jetzt raus. Aber das ist doch noch lang nicht weg. Das ist doch dieselbe KI wie früher. Das rennt doch jetzt irgendwo anders wieder rum. Da kommt's wieder hier. Ja, genau so. Genau so. Jetzt wieder weg. Und dann kommt es wieder. Und dann geht's wieder. Und dann kommt's wieder. Das machen wir jetzt ungefähr 3 Minuten lang. Ich hocke hier drin und spiele mit euch den Alleinunterhalter. Ich sollte mir ein Alien-Sockenpüppchen basteln. Und dann nachstellen, wie ich mich hier beim Spielen manchmal gefühlt habe. Ich laufe 5 km/h. Das Alien rennt mir mit 35 km/h hinterher. Ach, 35, 65. Und ich habe noch nicht mal Schuhe an und stolper über meine Quanten. Es ist so erstaunlich ruhig, aber ich höre auch nichts in der Decke rumpeln. Oh Mann. Ich weiß nicht, soll ich zurückgehen? Ich habe ja eins verbrannt. Ich meine, wir kennen das ja mit den Millimeterschrittchen hier im Nest. Wird sich das vielleicht anbieten? Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Alien jetzt nicht doch gleich wieder hier runtergeborzelt kommt. In Blick schärfen? Naja. Ich meine, es ist verdammt ruhig, aber... Ich weiß nicht, ich traue der Sache nicht. Ich traue der Sache nicht. Mal sehen wir da vorne irgendwas Interessantes. Na, der Winkel ist halt scheiße, ne? Da sehen wir, dass da halt noch offene Eier sind. Also zumindest eins, das ich hier sehe. Es ist doch verdammt ruhig. Ich weiß nicht, soll ich zurückgehen und speichern? Ich meine, der Weg ist ja auch schon ein Stückchen. Ach, nur die Mutigen gewinnen den Tag, ne? Die Leute hier, die waren alle nicht mutig. Ach, ja, der Ethanol-Heini. Habe ich jetzt eben Lüftungsschachtgeräusche gehört? Das heißt... Ja, natürlich. Ich gehe mal hier durch. Viel Spaß mit dem kleinen Schränkchen. Also, es hatte sich doch noch nicht wieder verzogen. Oder das ist so geskriptet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Auf welcher Seite ist es? Es wird doch hoffentlich nicht hier durchkommen wollen. Ah. Und der Schleim, der beruhigt auch nicht gerade. Oh mein Gott. Hätte ich doch nur so ein Warhammer 40k Kettenschwert. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen zu dreckig, weil Säureblut und so, ne, ist auch nicht so gut. Beep hat's gemacht. Ich glaube, es rennt auf dieser Seite rum, aber ich bin mir nicht sicher. Da kannst du dir auch nicht sicher sein bei den Geräuschen. Komm, ich will doch nur speichern gehen. Ich glaube, das Speichern gehen wollen ist auch eine doofe Idee. Entweder ich pack's oder ich pack's nicht, ne? Das hat sich nach Lüftungsschachtgeräusch angehört. Ist es wieder ganz weg? Nee, sag mir nicht. Ah, doch, die Tür ist noch offen. Okay. Ah, bitte, 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 bitte. Hatten wir den da schon mal durchsucht? Ja, hatten wir wohl. Bitte, 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 bitte. Lass mich speichern, lass mich speichern. Da ist ein Signal dazu gekommen, was aber nichts heißen muss.
Gefahr ist nah. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie zwar, aber ich sehe sie nicht. Ich speichere mal. Ja, wieder Risiko. Oh nein. Oh nein. Ich hab mich fast eingestuhlt. So ein bisschen. So ein ganz klein bisschen. Der erste Druck ist schon entwichen, aber die Unterhose ist noch sauber. Nein. Es hat uns nicht lang genug gesehen, so wie es aussieht. Es könnte natürlich trotzdem sein, dass es hier reinkommt. Ich hoffe nicht. Entweder zwei oder es ist schon wieder durch einen anderen Schacht. Du gehst ungern in deine eigenen Löcher, denk dran. Kann sich der Bub nicht mal langsam wieder verpissen? Sorry, ich glaube, solange wir uns hier befinden, werde ich so wortkarg bleiben. Das könnt ihr mir hoffentlich nachempfinden. Ich meine, das Loch hier, das scheint halbwegs sicher zu sein. Bisher ist es hier kein einziges Mal reingekrabbelt. Schachtgeräusche. Wir warten, wir warten, wir warten. Na? Na, auf. Das ist immer noch nicht in den Schacht zurück. Das rennt hier noch irgendwo rum. Rennen ist vielleicht zu viel gesagt. Ich glaube, jetzt ist es wieder im Schacht. Ich hoffe, es kommt auch nicht einfach so rausgehüpft. Ja, eindeutig Schachtgeräusche. So, da müssen wir da vorne auf die Deckenluke achten. Nicht, dass es uns da auch gleich irgendwie einfach so wegschnappen kann. Genau hier bei dem Schränkchen, ne? Ach, und diese tollen Geräusche, ne? Da fühlt man sich echt sicher, wie bei Freddy Krüger im Keller. Als Kind. Nein, hier, da vorne ist noch ein geschlossenes Ei. Ne, jetzt sagt man nicht, dass wir da auch noch vorbei müssen. Ich meine, hier ist ein Versteck, aber... Ja komm, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Riskant, aber ich hab eine Idee. Vorhin hat's da nämlich nicht reingeguckt und das Ei könnte jetzt verschmurgeln und dann haben wir den Weg schon mal frei. Für keine Ahnung wann. So, das war das Ei. Ja. Geh nach Hause, Barzi. Also, in eine andere Ecke vom Haus. Oh oh. Ich hab die Luft angehalten, musste es aber wohl gar nicht. Gut. Okay, oh, Schweiß wegwischen. Jetzt wird's doch schon langsam kalt, ne? Aber bei dem Spiel, da laufen dir die Säfte immer noch unkontrolliert. Ja, nicht nur der Schweiß, leider. Ne, keine Angst, ich trage eine Pampers. Vorsorglich, weil ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ach, albtraumhaft und im Alien ist, hey. So bescheuert muss man mal sein, ne? Aber wir haben die Aliens zurück. Keine dummen Androiden mehr, hoffe ich doch zumindest. Ich will nie wieder einen Androiden sehen, nur noch Aliens. Weil, weißt du, da hast du wenigstens eine richtige Spannung. Bei den Aliens weißt du nicht, oh, steht's jetzt gleich um die Ecke oder nicht? Dreht's jetzt um? Was macht es? Läuft es im Kreis? Behält es die Aggro? Wie lang bleibt's im Schacht und so, ne? Und beim Androiden weißt du, ach, der sieht dich einmal, dann kommen sie alle in die gleiche Richtung und merken auch sofort, wenn du aus seinem Versteck rauskommst. Mit dem Alien, das ist einfach viel, viel spannender. Aber das hat sich doch noch nicht schon wieder verzogen. Nee, hat's nicht. Ich hab's rumpeln gehört. Ganz, ganz dumpf auf der linken Ohrmuschel. Ich könnte mir natürlich vorstellen, auch wenn die nicht in diesen kleinen Kästen hier nachschauen, so wie es aussieht, dass die trotzdem... Also, dass sie dann dafür aber vielleicht länger hier rumlaufen. So als kleinen Schwierigkeitsausgleich. Okay. Nochmal knapp gewesen. Nochmal gut gegangen. Also scheinbar, das hat ja eben so ein bisschen sauer gezischt. Vielleicht hat es was dagegen, wenn man sich hier schon vorlehnt.
Vielleicht reagiert's da drauf schon. Habe ich mich aber wohl schnell genug wieder zurückgelehnt, um in Sicherheit zu sein. So, wie sieht's denn aus? Nein, du sollst nicht rausgehen. Ich wollte nur gucken, wie viel Sprit ich noch hab. Geh jetzt da wieder rein. Menschenskind, Mädchen. Muss mir doch drüber nachdenken. Gleich macht's hier Plumps. Ich meine, das war ein Schachtgeräusch. Aber es ist schon wieder rausgehüpft. Immer wenn ich sowas sagen will, ich sollte aufhören, sowas zu sagen, ne? Dann stell dir vor, du hängst da drin, hast nur die Leichen um dich rum oder diese Viecher, die vorbeikommen, vor denen du eh schon endlos viel Schiss hast, bist da eingewickelt und dann kannst du eigentlich nur auf den Tod warten, der nicht besonders schön sein wird. Ich meine, vielleicht geht's schneller, als wenn man in ein Fass mit Säure fällt oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie schnell Säure einen auflöst oder wenn man in Lava fällt. Also wie die Drusel halt wieder drauf ist, hat die bestimmt die Maler im Keller. Eieieiei, und die malen alles schwarz. Ah, aber es jetzt bald, dürfte der Spieler mal wieder ran. Lüftungsschachtgeräusche, und? Wie sieht's aus? 1, 2, 3, mit dem Mensch ist's vorbei? Es ist zu ruhig für meinen Geschmack, das heißt, es ist immer noch nicht sicher. Naja, nehmen wir diese wunderschöne Atmosphäre etwas in uns auf. Okay, das war vielleicht etwas zu viel der Atmosphäre, die wir jetzt in uns aufgenommen haben. Also mein Puls ist bis ganz oben und, ach, was soll ich sagen, der Kopf dreht sich mir. Aber wir werden versuchen, dort an dieser Stelle das nächste Mal weiterzumachen. Die Atmosphäre hier, das ist einfach, schrecklich. Auf eine gute Art und Weise. Auch wenn's gerade sowas von terrormäßig ist, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle im Spiel. Also ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns auch das nächste Mal wieder bei Alien Isolation. Macht's gut.